Windisch an der Zürcher Straße. Bevor hier ein Neubau entsteht, graben Archäologen die römischen Überreste im Boden aus. Es sind Schichten aus 4 Jahrhunderten römischer Besiedlung. Überraschend ist die Entdeckung eines Kochtopfes, der vollkommen mit Öllampen gefüllt ist. Auf jeder Lampe liegt eine Münze. Eine Zeichnerin dokumentiert den speziellen Fund. Sorgfältig werden Topf und Lampen gezeichnet. Danach kommt der Topf samt Inhalt ins Restaurierungslabor der Kantonsarchäologie. Restaurator Thomas Karlau kann nun die Öllampen vorsichtig aus dem Topf bergen. In Kleinstarbeit legt er Lampen und Münzen frei. Schicht für Schicht trägt er die Erde ab. Immer mehr Lampen kommen zum Vorschein. Lampe um Lampe nimmt der Restaurator heraus und gibt ihr eine Nummer. So ist jederzeit nachvollziehbar, welche Lampe wo im Topf lag. Auch jede Münze erhält eine Nummer. Karlau fotografiert jeden einzelnen Schichtabtrag. Die Fotos werden direkt in die Datenbank gespeichert. Ganze 22 Lampen birgt Karlau aus dem Kochtopf. Ein einzigartiger Fund.